Herr Bischof, Sie haben vorhin schon erwähnt, dass das hier eine unglaublich bedeutungsvolle Ausgrabungsstätte ist. Was genau haben Sie denn hier gefunden? Wir haben hier einen Rastplatz gefunden, der immer wieder aufgesucht wurde vor über 10.000 Jahren. Aus der Zeit zwischen 9.000 und 8.000 vor Christus. Das Ganze können wir durch die Steingeräte datieren, durch Vergleiche mit anderen Fundstellen, bedeutenden Fundstellen. Wir haben hier über 5.000 Artefakte gefunden. Das sind künstlich zugerichtete Steine, die der Mensch eben behauen hat, der Mensch der Steinzeit. Und das war eine Zeitepoche innerhalb der Steinzeit, wo die Menschen immerhin schon Früchte gesammelt haben und Tiere gejagt haben, eben mit diesen Steinklingen, Mikrolithen, kleinen Steinen, die eben in Pfeilspitzen als Pfeilspitzen eingesetzt waren oder in Harpunen, um dann den Elch, Riesenhirsch oder vielleicht auch nur einen Hasen zu jagen oder auch Fischfang zu machen. Das konnten sie damit auch, mit Harpunen. Und die sind dann aber weitergezogen, nachdem die Früchte hier auch leer gesammelt haben und vielleicht die Fische nicht mehr sich fangen lassen wollten, keine Ahnung. Aber das ist das erste Mal, dass wir in Bremen sowas ausgraben konnten, aus einer Frühepoche der mittleren Steinzeit. Das ist schon einmalig für Bremen und auch aus dieser Frühzeit ist das schon auch für Niedersachsen sehr, sehr, ein sehr, sehr früher Siedlungsnachweis. Und deswegen sind wir froh, dass wir das innerhalb des Bremer Landgebietes mal nachweisen können und es sich nicht um einzelne Fundobjekte handelt, weil da kann man nicht sagen, ist das von einer Dauerstation gewesen oder haben die hier wirklich gesessen. Und so haben wir die sozusagen nicht die Abdrücke der Zelte gefunden, aber wir können nachweisen durch die weggeflogenen Steinobjekte beim Herstellen der Klingen, dass das innerhalb von Zelten stattgefunden hat oder die Feuerstellen, die hier waren, dass man da dran gesessen hat und dann auch weiter gearbeitet hat. So wissen wir ein bisschen über das Lebensverhalten der Menschen damals. Und das aus dieser extremst frühen Epoche nachzuweisen, ist ein ganz großer Unterschied zu den meisten Epochen, mit denen wir uns jetzt in Bremen befassen, mit der römischen Kaiserzeit 2000 Jahren oder jetzt in Bremen in der Altstadt im Mittelalter immer wieder. Das ist mal so eine frühe Epoche. Das letzte Mal, wie gesagt, vor 50 Jahren an der Uni, aber da nur einzelne Fragmente gefunden. Können Sie vielleicht noch mal ein bisschen genauer beschreiben, wie haben die Leute damals gelebt zu der Zeit, aus der jetzt auch die Funde stammen? Also es war die Zeit, als gerade die Kälteperiode vorbeigegangen ist. Die letzte Eiszeit ist weg gewesen und langsam kamen dann Bäume hoch, also erst so Krüppelwälder, dann Kiefern auf trockenen Ebenen, Birken und sowas, kleine Weiden und das war die erste Bewaldung. Deswegen konnten auch Großwild konnte sich dann breit machen und die Menschen waren ja immer Wanderer und die hatten noch keinen Ackerbau, noch keine Viehzucht, das kam erst tausende Jahre später und die suchten sich dann immer geschützte Plätze, wo sie dann erstmal im Herbst natürlich oder Sommer dann die Früchte absammeln konnten und im Winter oder Herbst später dann auch Wurzeln, was essbar war. Aber sie waren eben auch auf Fleisch angewiesen, um durchzuhalten und deswegen auf Fisch, was hier am Flussnähe dann eben sinnvoll war, mit Harpunen dann eben zu jagen. Richtige Netze konnten sie ja nicht machen, sie hatten ja auch keine Textilherstellung. Aber dafür konnten sie die Harpunen nutzen oder die Pfeilspitzen eben um auch Großwild zu jagen, die Harpunen mit verschiedenen Widerhaken, damit, wenn sie das Wild getroffen haben, die auch wirklich hängen blieben im Tier und das dann langsam ausbluten ließen. Das Tier wird immer schwächer, konnte sich das nicht einfach so rausziehen am nächsten Baum und dann konnte der Mensch, der Jäger, dann relativ unbeschadet dann hinterher oder noch einen Todesschuss geben und das dann an diesen Feuerstellen, die wir ausgegraben haben, dann eben auseinanderschneiden mit den Flintgeräten und dann braten und dann verspeisen. Ein paar Tage später ging es dann aber weiter. Es waren immer nicht auf der Flucht, aber immer auf der Jagd und immer wieder besseren Plätzen hinterherziehend. Wir haben eben schon gesehen, im Boden, da stecken überall diese kleinen Metallstäbchen. Was genau hat es damit auf sich? Ja, das sind jetzt nur noch wenige drin. Das sind überall die Fundstellen, wo denn Flintklingen, Artefakte eben gefunden wurden aus der Steinzeit. Wir haben ja über 5000 Stück. Wenn wir die Fundkarte sehen, sehen wir so richtige Punktwolke. Und dadurch zeichnen sich dann teilweise die Zelte oder die Feuerstellen wirklich ab, dass wir da, das sind die Werkplätze gewesen, wo die Steinzeitmenschen gesessen haben und langsam ihre Klingen von den großen Flintkernen, Feuersteinkernen dann eben abgeschlagen haben. Dann bleibt was liegen und dann um sich herum war ein Haufen von Steinen gewesen. Und genau das wenn man das dann alles genau einmisst, Zentimeter für Zentimeter in der Höhe, Schicht abtragend, dadurch kriegen wir dann ein genaues Bild, wie die Menschen sich damals quasi bewegt haben. Und dadurch sind diese Metallnadeln eben ein Kennzeichen, die werden eingemessen, und dann ergeben die zum Schluss diese Punktwolke, die dann virtuell für uns die Bewegungslinien der Menschen von damals wieder zeigen.
Was genau passiert denn jetzt mit den Artefakten, die Sie da gefunden haben? Wo kommen die hin? Die kommen ja zuerst natürlich in die Landesarchäologie, nachdem sie gewaschen, katalogisiert sind und sowas. Aber ein paar Stücke werden zum Ende hin in die Feuerwache kommen. Die werden sozusagen in einem quasi Wandtresor sichtbar werden. Das passt natürlich ganz gut zur Nähe einerseits zum Campingplatz, aber dann natürlich zur Feuerwache, weil wir auch Nachweise nicht nur von intentionellen Feuerstellen haben, sondern auch von Vegetationsbränden. Da sind wohl ein paar Feuer mal außer Rand und Band geraten, im wahrsten Sinne. Und das wird dann in der Feuerwache selber, in der Hauptstelle hier, dann nochmal Thema sein und wird ausgestellt werden. Ein paar Funde werden dort dann auch auf Dauer zu sehen sein, sodass man auf Dauer auch den Geist dieses Ortes, der mit Feuer zu tun hat, auch durch die nächsten Generationen dann eben halten wird. Wie lange dauern denn die Ausgrabungen jetzt noch? Ich glaube, die laufen jetzt 7 Wochen, oder? Ja, 7 Wochen und jetzt noch 2, 3 Wochen werden sie laufen. Wenn ja, nicht, dann ist der Torfbereich anstehend und dann geht es eben in den alten Uferbereich und das ist dann vorbei. Wie lief das denn jetzt ab? Ich meine, das ist ja hier bei den Bauarbeiten quasi zur neuen Feuerwache entdeckt worden. Aber die Bauarbeiten laufen ja parallel weiter, oder? Ja, wir hatten das vorher beauftragt, dass sie geguckt werden muss, ohne zu wissen, ob hier wirklich was kommt. Aber schon beim ersten Tag des Abtiefens hier kamen dann schon die ersten Artefakte, also die ersten künstlich bearbeiteten Steinobjekte raus. Gott sei Dank für den Bauherrn und auch für uns im Randbereich der großen Feuerwache, sodass die Baustraße und alles und der Baggerverkehr sozusagen nebenher weiterlaufen kann, sodass kein großer zeitlicher Verlust für den Bauherrn ist. Und das ist ja immer für uns auch nervig, wenn die dann quengelnd daneben stehen und wir dann den Zeitdruck total haben. Ne? Haben wir trotzdem, ne? Wir machen jetzt keine Forschungsgrabung raus, weil wir trotzdem Zeitdruck haben, aber wir holen das raus, was wissenschaftlich wirklich vonnöten ist, um diese ältesten Spuren Bremens dann eben zum Sprechen zu bringen.